Guten Morgen, Trader. Halb neun Blick in die Märkte heute mit Euro, Australdollar, WTI und ein paar Zinsen hier im FGBS, also den Scherzbriefen, die man hier bei Tickmill natürlich auch traden kann. Das macht ja einen guten Broker aus, dass man ein großes Potpourri an Handelsmöglichkeiten hat und das Ganze sogar noch zu wirklich genialen Konditionen. Also lassen Sie uns reinschauen in die Chats bzw. in die Charts. Chats zum Fragen natürlich immer wieder gern, das sage ich ja an dieser Stelle. Wer Lust hat, einen seiner Wunschmärkte analysieren zu lassen, bitte direkt rein in die Chats. Dafür sind wir da. Das mache ich auch sehr, sehr gern, wenn es weiterhilft. Bevor wir mit dem Webinar richtig loslegen, hier mit der Live-Besprechung natürlich wie immer der Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Geht's weiter mit Nachrichten. Nachrichten gab es gestern auch. Herr Powell hat gesprochen, die Märkte haben relativ gut darauf reagiert. Auf was warten die Märkte im Moment? Momentan warten die Märkte einfach darauf, dass es eine Entscheidung zu den Zinsen in den USA gibt. Powell hat gestern angedeutet, dass es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Juli eine Zinssenkung gibt. Der Markt sagt 25 Basispunkte. Punkte nach unten. Das ist etwas, mit dem man leben kann und demzufolge haben die Märkte gestern auch recht positiv darauf reagiert. Ölpreis übrigens auch sehr, sehr stark momentan wieder. Wir haben die nachher auch in der Chartbesprechung. Was gab es hier gestern? Die Rohöllagerbestände deutlich weiter zurückgegangen, als der Markt das erwartet hat. Also hier schaut es wieder gut aus. Und das ist wieder so eine Lage, wo man sagt, okay, was hatte ich am Freitag dazu auch gesagt? Die Wirtschaft. Es gibt ab und zu mal Kratzspuren und ab und zu mal Informationen, dass es der Wirtschaft doch noch deutlich gut geht. Und das Ganze hin und her ist aktuell das Geschehen, was der Markt halt immer mal wieder spielt. Das heißt, es gibt Phasen, da spielt er die guten Sachen, es gibt Phasen, da spielt er eher die Angst. Das sind die Dinge, die wir aktuell hier immer wieder auf der Uhr haben müssen. Schauen wir in die heutigen Nachrichten rein. Was gab es heute schon um 8 Uhr? Den Verbraucherpreisindex in Deutschland, da gab es keine Überraschung. Wir haben hier aktuell 0,3% Zuwachs. Dann haben wir heute im Laufe des Tages noch das Treffen der Eurogruppe. Es gibt ein paar Reden hier von von FOMC-Mitgliedern im Laufe des Nachmittags. Am Vormittag hält dann auch noch ein Mitglied der EZB eine Rede. Wir bekommen um 13 Uhr den OPEC-Monatsbericht und jetzt noch was Interessantes, um 13.30 Uhr gibt es das EZB-Sitzungsprotokoll. Das ist auch immer extrem interessant und etwas, auf das die Märkte häufig reagieren. Das heißt hier, mit Blick auf den Euro sollte man das durchaus auf der Uhr haben. Genauso, wir haben es besprochen, wie wir gestern den Euro auf der Uhr haben mussten, um die Nachrichten drumherum. Es war ein sehr, sehr schöner Abpraller von diesem Bereich, den wir gestern besprochen hatten. Das hat also gut gewirkt. Was gibt es heute noch? FED-Vorsitzender Powell nimmt mal wieder Stellung. Das ist auch eines der sehr, sehr wichtigen Dinge heute. Das Ganze hier um 16 Uhr. Er hat ja gestern schon gesprochen. Mal schauen, ob es heute irgendwelche Überraschungen gibt. Aber der Markt ist ja immer sehr, sehr gespannt, wenn der FED-Vorsitzende spricht. Arbeitslosenanträge gibt es aus den USA auch noch. Das Ganze dann ebenfalls hier am Nachmittag um 14.30 Uhr zusammen mit dem Verbraucherpreisindex in den USA. Also das heute an wichtigen Nachrichten, auf die der Markt mit guter Wahrscheinlichkeit auch schauen wird. Und wie schon gesagt, wenn sich die Preise hier, die Verbraucherpreise in den USA gut entwickeln, ist das wieder ein Zeichen dafür, dass die Fed vielleicht doch nicht gleich die Zinsen so senkt. Also man hat eine Menge Potenzial, was der Markt hier rein spekulieren mag. Das Ganze, wie schon gesagt, heute am Nachmittag, allerdings auch vor Eröffnung der Marktsession am Nachmittag in den USA. Gehen wir rein in die Charts hier, wie immer in den Tagescharts, die Grundideen rausgesucht oder zumindest meistens in den Tagescharts hier. Schauen wir erstmal in das WTI. Gestern sind wir dann mit den super Nachrichten vom Ölmarkt richtig drüber gestiegen, über dieses ehemalige Widerstandslevel. Ich habe das mal noch so ein bisschen rot eingekreiselt. Das war der Widerstand hier drüben. Man sieht es, das war das Trendhoch hier aus diesem Abwärtstrend nach unten. Da gab es immer mal Versuche reinzulaufen,
Aber es gab wieder den Abprall. Zwischenzeitlich hat sich ja hier dieser Aufwärtstrend gebildet. Der hat auch ein gutes Stück korrigiert. Das hatten wir hier zusammen auch miteinander begleitet. Das Ganze fand seinen Boden um die 56 Dollar Mote, sag ich schon, um die 56 Dollar Marke an dieser Stelle. Das heißt, das wäre dann auch mal ein Support-Level, wenn wir eine Korrektur bekommen sollten. Aber aktuell laufen wir einfach schön hier oben drüber. Das heißt an dieser Stelle, wir sind im weiteren Fortgang dieses Aufwärtstrends, den ich hier für Sie in grün markiert habe. Und das bringt uns jetzt dazu zu sagen, wo können wir denn das nächste Anlauflevel im Markt bestimmen? Und wenn wir uns diesen Abwärtstrend hier anschauen, dann haben wir hier oben um die Marke von 63,78. Das ist der Punkt hier oben, der Hochpunkt, das nächste Korrektur hoch in diesem Abwärtstrend. Das ist möglicherweise ein guter Bereich, den man anlaufen kann, den man als Planung für den Trade mitnutzen kann, um das Ganze hier für das eigene Trading zu nutzen. Wer das Ganze im Kleineren auch machen möchte und bestätigt haben möchte, der schaut wie immer gerne auch in die Route dieser Aufwärtsbewegung hier hinein. Und die sehen wir wie immer auch sehr, sehr schön in der direkt untergeordneten Zeiteinheit. Und hier sehen wir so schön den Schwung nach oben hier. Das ist auch wieder so ein schönes Dreieck in einer korrektiven Phase gewesen. Und danach kam dieser Mega-Move nach oben. Der kann natürlich erst einmal irgendwo enden. Ganz klar, dann kommt eine Korrektur und wie schon gesagt, wenn die Korrektur kommt, dann wären die interessanten Level auf der unteren Seite interessant. Also zum einen mal das Hoch, was wir hier hatten, das war das Trendhoch, das war diese Marke von 60 Dollar. Dann darunter, wenn ich es ein bisschen kleiner zoome, sieht man es wahrscheinlich etwas besser. Hier dieses Level, dieses Unterstützungslevel, wo wir den alten Trend gebrochen haben, das ist ein interessanter Bereich und das Ganze sollte man erst einmal auf der Uhr haben in kurzfristigen Rückgängen, wenn der Ölmarkt weiter so stark bleibt, rechne ich persönlich gar nicht damit, dass wir wirklich tiefe Korrekturen bekommen. Aber wer weiß, möglich ist ja entsprechend alles. Und wenn man mal alleine diesen letzten Bewegungsschub hier auch anschaut, wenn wir uns das mal kurz reinzoomen, ich gehe noch mal ein kleines Stückchen weiter rauf, hier auf diese Stelle, also wir haben ja hier in diesem Bereich war dieses Dreieck dann beendet und hier ist dieser Schub weiter gestartet. Aber wenn man das Ganze einfach mal ausmisst und sozusagen hier mal nur von hier, von diesem Startpunkt, wo diese kleine Korrektur zu Ende gegangen ist, dann hat man ja hier ein Level von 50%. Das sind häufig Rücksetzer, auf die geht es schon mal runter in starken Trends, teilweise sogar nur bis 40%. Also da befinden wir uns irgendwo in dieser Linie hier. Das sollte man schon mit auf der Uhr haben in diesem Bereich. Wer das Ganze in die gesamte Bewegung reinziehen will, die kam natürlich von hier unten. Da sieht man dann, dass hier, wer auch gerne mit Fibonacci Levels arbeitet, hier die Marke von 50%, die haben wir dann um die 59 Dollar. Also es gibt hier schon die Sache, wenn der Markt zurückläuft, dass man da durchaus Potenzial hat, mit einer Gegentrendbewegung oder beziehungsweise mit einem Gegentrend etwas Geld zu verdienen und damit hier die Unterseite erstmal kurz anzuspielen, wenn es der Markt uns zeigt. Im großen Bild allerdings hier, der Markt läuft hoch und wie schon gesagt, Fokus jetzt erst einmal hinauf auf die nächste Marke hier knapp unter 64 und das ist auch ein Bereich, wo ich sagen kann, durchaus kann der Markt das ab, dass das da oben reingeht, wenn wir uns nur mal diesen Measured Move anschauen hier an dieser Stelle. Jetzt muss ich nur mal zusehen, dass ich das Dreieck hier, nein, das Rechteck bewegt bekomme. Ach, das ist manchmal ein bisschen tricky. Schade. Na gut, dann müssen wir es mal so machen. Nehmen wir mal diese Linie hier. So, und nehmen den Measured Move einfach mal mit dieser Linie. So, na, du wolltest nicht da hoch, du solltest hier unten bleiben. So, und dann machen wir das so, einfach mal ausmessen hier an dieser Stelle. So, das geht besser. Und die setzen wir dann einfach oben dran. Das heißt hier, das, was nach unten gekommen ist, wenn man mal sieht, das geht oben drauf, dann haben wir hier auch das Anlauflevel zur Oberseite hin. Das also doch recht interessant hier im Ölmarkt und damit gehen wir dann mal rüber in den Währungsmarkt. Euro-Austral-Dollar haben wir gehabt. Was gab es im Euro-Austral-Dollar? Diejenigen, die hier immer mal wieder zuschauen, wissen genau, auf was ich hier schaue. Ich schaue immer wieder auf wichtige Levels in den Märkten sozusagen, auf wichtige Trendlevels in den Märkten und um solche wichtigen Trendlevels geht es übrigens auch morgen. Das heißt, morgen machen wir ja wieder edukativen Teil.
Und da ist das Thema Go with the Flow. Wir schauen mal so ein bisschen auf wichtige Marker in einem Trend. Und da werden wir auch solche Sachen besprechen wie hier, die wir hier sehen, sogenannte Trendkanäle oder auch Unterstützungsbereiche. Und was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist, wenn wir uns mal diesen letzten Aufwärtsschub hier anschauen, da haben wir ja sozusagen hier unten einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Bereich, ein Trendtief gehabt. Und was ist hier passiert? Wir sind unter dieses Trendtief drunter gelaufen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass dieser Aufwärtstrend zu Ende ist. Allerdings ist es immer so ein bisschen ein Warnsignal. Heißt also an dieser Stelle, der Aufwärtstrend wurde erst einmal verletzt und wir haben hier doch die Chance, nach unten zu laufen. Und das ist hier durchaus interessant. An dieser Stelle, hier haben wir gestern im regressiven Verlauf, also gegen diese Bewegung, wir sehen es ja, wir haben jetzt gut die Hälfte dieser Bewegung gestern im Tageshoch korrigiert gehabt, haben wir jetzt ein Umkehrsignal. Und wenn der Markt anfängt, dieses Umkehrsignal zu traden, dann haben wir die Anlauflevel erst einmal natürlich hier unten wieder im Supportbereich um die 1,605, beziehungsweise hier am Bewegungstief, also an diesem Schub nach unten, das steht bei 1,60252, ist das Tief hier unten. Das wären die Marker, die wir definitiv hier auf der Uhr entsprechend haben. Ja, das Ganze, wenn es nach unten geht, das Ganze dann hier zu begleiten. Und diejenigen, die sich jetzt wundern, warum ist denn hier so ein magentafarbener Strich mit drinnen, das ist das untergeordnete, das ist der untergeordnete Trendverlauf. Das heißt, das wäre mal ein zwischenzeitlicher Anlaufpunkt, wo man sagen kann, okay, was passiert denn jetzt hier? Das sehen wir in der Stunde auch. Schaut mal, das ist hier ein Level, wo dieser Aufwärtsschub schön nach oben auch mitgelaufen ist. Hier gab es nochmal so eine schöne Korrektur. Und jetzt sind wir halt hier runtergelaufen. Und wenn sich hier ein Abwärtstrend bildet, könnte das Thema hier einen möglichen Zwischenstopp geben, beziehungsweise natürlich dann hier unten dieser Supportbereich. Also das heißt, wir können uns ja dann schön orientieren an wichtigen Markern. Und das war halt hier mal ein Bereich, der war hier an dieser Stelle Widerstand, hier dann Unterstützung geworden. Und wenn die unterstützende Marke weiter beibehalten wird, könnte es hier wieder in die andere Richtung gehen. Das heißt, wir brauchen diese Marke auch, um so ein bisschen abzuschätzen, wie sich so ein Trade dann entwickelt. Das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend hier zu sehen. Im Euro-Austral-Dollar. Das also hier mal mit Blick in den Tageschart, wie schon gesagt. Und wenn die Marke hier unten tatsächlich gebrochen wird und sich ein stabiler Abwärtstrend etabliert, dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt auch schon wieder auf der Unterseite. Das wäre dann hier unten, wenn wir mal reinschauen im Markt, diese Linie. Das ist die Marke. Ich klemme mal kurz ein Preisschildchen rein. So ganz grob, ja. Bitte nicht auf den Cent genau richten. Hier ungefähr die 1,568. Dieser Bereich wäre dann als nächstes da. Zwischendurch gibt es auch immer mal was, aber da halte ich hier natürlich immer wieder die Augen offen, zumal das halt auch Sachen sind, die von Zeit zu Zeit auch in mein eigenes Portfolio einfließen. Ich kann ja nicht jeden einzelnen Trade, den ich hier vorstelle, auch machen. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht, monetär natürlich auch nicht und ein sinnvolles Risikomanagement braucht man ja auch. Aber es sind immer wieder schöne Ideen und diese Dinge können dann natürlich immer wieder hier auch mit einfließen und gelten halt auch für viele verschiedene Handelsstile und verschiedene Handelsrichtungen. Heißt also, ob man nur extrem kurzfristig tradet oder eher mittelfristig, an den Punkten, wo Bewegung in den Markt reinkommt, kann man halt profitieren. Das ist ja das Schöne an dieser Sache. Und damit gehen wir jetzt nochmal in den Markt der Bundesanleihen. Hier Euro-Schätze haben wir da. Gestern waren sie sehr, sehr, sehr gesucht. Und gestern ist hier auch was passiert, was wir gerade in ähnlicher Art und Weise gesehen haben im Austral-Dollar. Wir sind mit diesem Spike nach unten erst einmal unter dieses Trendtief gelaufen. Ne? Das ist interessant zu sehen. Wir sind direkt danach wieder hochgelaufen. Das heißt, der Markt wurde gestern zwar hier unten unter dieses, sag ich mal, Korrekturtief bepreist, aber hier haben sich direkt wieder Käufer gefunden. Das heißt, das könnte durchaus jetzt die Chance ergeben, wieder etwas hochzulaufen, wenn sich diese Dynamik nach oben fortsetzt. Anlaufmarker hier nach oben hin in Richtung 112.326, das ist das Hoch gewesen hier, sind dann die Zwischenstationen hier am Tageshoch von vorgestern um die 112.25 beziehungsweise dann hier oben dieser Bereich um die 112 knapp 3. Das sind übrigens dann auch wieder Level aus der untergeordneten Zeiteinheit. Die schauen wir uns mal eben kurz an. Das ist die Stunde. Da sehen wir nämlich den Trendverlauf nach unten. Im Tageschart hatten wir nur die Schübe und das sind dann halt gewisse Marker, wo wir hier Drehpunkte gefunden haben in der kleineren Zeiteinheit beziehungsweise wenn man sich das Ganze anschaut, war das halt auch ein Korrektur hier oben gewesen. Also hier dieser Bereich um die 112.25, das war ein Drehbereich, den sehen wir, der hatte gute Marktbeachtung, der könnte wieder Marktbeachtung finden. Dreht das Ding hier übrigens rum,
Was ist das dann? Ganz klar, Umkehrsignal im Abwärtstrend der Stunde. Dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Tiefs wieder testen. Knallt es aber hier oben drüber, entschuldigt diese Aussprache, steigt der Markt da oben drüber und bricht dieses Level, dann haben wir doch eine gute Chance, eine gute Wahrscheinlichkeit, hier weiter nach oben mit anzusteigen. Das hier also mit Blick in den Stundenchart des Euro, der Euro-Schätze, hier an dieser Stelle jetzt nochmal zurück in den Tageschart an sich. Wie schon gesagt, wenn wir weiter nach oben laufen, ist es relativ leicht ersichtlich. Hier haben wir das Trendhoch gehabt. Das wäre dann mal ein Anlaufpunkt. Ansonsten, wenn wir uns zur Unterseite orientieren, wo finden wir Unterstützung? Möglicherweise hier in diesem Schubbereich nach oben hin bei 112,125, beziehungsweise dann hier, das muss ich etwas kleiner zoomen, da haben wir eine Marke drinnen, hier an diesem Bereich. Das ist eine Linie, die 112 knapp 1, die war in der Vergangenheit immer mal wichtig, von unten her, da war es ein Widerstand und jetzt sind wir ja drüber gestoßen nach oben hin und das könnte dann, wenn die Märkte tatsächlich noch etwas tiefer fallen, hier eventuell ein Anlaufpunkt sein, wo wir wieder Unterstützung im Markt bekommen. Das hier zu den Zinsen zum Anleihemarkt hier bei uns in Deutschland kann man auch gut traden und mit den Kursbewegungen Geld machen. Zinsen kann man damit selbstverständlich nicht verdienen, es gibt quasi keine Zinsen, aber die Kursbewegung Bewegung, die laden doch schon ein, um das Ganze hier an dieser Stelle, ja, für das eigene Trading zu nutzen. Übrigens, es gibt in Bundesschatzbriefen schon Zinsen, ja, also derjenige, der die sich vielleicht mittelfristig ins Portfolio legen möchten, die laufen ja hier über eine bestimmte Zeitraum, da gibt es schon Zinsen drauf, aber es ist nicht wirklich viel an dieser Stelle. Also, jetzt haben wir es, ja, kurz nach 8:45, gleich geht's los mit dem Handel. Danke für die Zeit wieder hier an dieser Stelle. Fragen gab es heute keine. Also allen gute Trades, einen entspannten Donnerstag und ich sage bis morgen früh um 8:30 Uhr wieder mit den Handelsideen. Blog gibt es vorher und danach etwas Education. Sie sehen es unten laufen in der Bandanzeige, in der roten, was wir morgen besprechen. Go with the flow. Also dann allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.